Das bin ich. Mein Name ist Claudia und ich bin gerade nach 7 Wochen aus Indien zurückgekehrt. Ich war schon immer neugierig auf Indien und wollte das Schöne mit dem Nützlichen verbinden und etwas Sinnvolles in Indien tun. Gemeinsam mit der Organisation World Without Obstacles habe ich also meine Reise nach Indien geplant. World Without Obstacles ist eine indische Organisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, strukturschwache und arme Regionen des gigantischen Landes Indien zu stärken, und dabei zählt die Organisation auf Freiwillige, die selbst für ihre Kosten aufkommen, um den Menschen in Indien zu helfen. Das war genau das, wonach ich suchte. Dank der tatkräftigen Unterstützung der Mitarbeiter von World Without Obstacles waren die Details schnell abgesprochen, das Visum bald besorgt und die Koffer gepackt. Die Reise führte mich nach Belsa, einem kleinen Dorf in Nordindien mit etwa 20.000 Einwohnern. In Belsa sollte ich in einer Schule als Englischlehrerin arbeiten. Die Familie des Schulleiters nahm mich für die Dauer meines Aufenthaltes bei sich auf. Eine echte indische Großfamilie von 15 Personen. Ein echtes Generationenhaus, wie es in Indien, insbesondere auf dem Land, noch üblich ist. Von einem Single-Haushalt in Deutschland in eine indische Großfamilie. Was für eine Umstellung. Hier wurde ich von vorne bis hinten bedient und als Gast musste ich mir einige Tricks einfallen lassen, um doch bei der Hausarbeit mitmachen zu können. Ich möchte indisch kochen lernen oder kleine Obstlieferungen für alle. So gelang es mir trotzdem, ein wenig von der überschwänglichen Gastfreundlichkeit der Familie zurückzugeben. Man ist sehr neugierig auf alles Fremde und ich musste viel aus Deutschland erzählen. Natürlich war auch ich neugierig, aber es ist gar nicht so leicht, Indien erklärt zu bekommen. Denn auf meine Fragen, warum etwas in Indien so ist, wie es ist, hörte ich oft nur die Antwort: Das ist bei uns so üblich. Bald begann ich meine Arbeit an der Gurukul Children Academy, einer privaten Grundschule. Alle Pläne, die ich für den Unterricht gemacht hatte, sind spätestens jetzt hinfällig. Es muss improvisiert werden, denn trotz einiger Jahre Unterricht ist das Englisch der Schüler nicht so gut, wie ich erwartet hatte. Ein paar Sätze konnten sie auswendig, das war es dann aber auch schon. Auch erwartete mich anfangs eine seltsam stille, fast bedrückende Atmosphäre in der Klasse. Die Räume waren dunkel, die Wände kahl. Kaum ein Kind lacht. Ganz klar, hier musste sich einiges ändern. Wir fingen mit knallbunten Namensschildern an. Am nächsten Tag haben die Kinder stolz wieder ihre Schilder um den Hals getragen. Etwas bewegt sich. Wir malten einmal in der Woche ein buntes Bild zu einem Wochenthema und so wurde die Klasse im Laufe der Wochen immer bunter. Mit viel Wiederholung und noch mehr Geduld und Belohnung lernten die Kinder nach und nach wichtige Grundlagen, mit denen sie die englische Sprache anwenden konnten. Besondere Begeisterung gab es für die Spiele Galgenmännchen und Ich packe meinen Koffer. Etwas hatte sich verändert, aber es ist noch viel zu tun. Individualität und das Treffen eigener Entscheidungen sind in Indien kaum ausgeprägt und werden auch vom Bildungssystem nicht ausreichend gefördert. All das sind wichtige Einsichten, die in Zukunft helfen können, das Leben der Kinder in Belsa zu verändern. Der Abschied fiel natürlich schwer und vieles bleibt noch zu tun. So sehr ich mich auf mein Zuhause, meine Freunde, meine Familie, meine Welt freute, so traurig war ich andererseits, weil ich nicht wusste, ob und wann ich diese Menschen das nächste Mal sehen werde. Umarmungen sind nicht so üblich. Ich umarme trotzdem. Uns bleibt immer noch die Erinnerung und Facebook. Wenn ihr euch ebenfalls für World Without Obstacles interessiert und neugierig auf Indien seid, dann meldet euch bei mir unter wwogermany@gmail.com. Ich freue mich auf eure Nachrichten.